Ein herzliches Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Timberborn. Wir haben hier ein wirklich sehr, sehr großes Raumgewinnungsprojekt jetzt hier angefangen. Und wir stehen im Grunde eigentlich jetzt hier kurz vor seinem Abschluss. Zumindest, wenn es darum geht, jetzt hier dieses neue Gebiet überhaupt für uns zugänglich zu machen. Und ich glaube, es könnte sogar demnächst anfangen, Sinn zu machen, dass wir hier noch mehr Wasser jetzt hier reinsprengen. Aber bevor wir das machen, haben wir noch ein anderes Projekt. Genau, wir haben nämlich noch dieses Projekt jetzt hier gerade eben am Start und da arbeiten wir auch daran. Und jetzt können wir, weil wir jetzt hier endlich hier durch sind, hier endlich diese Pause rausmachen und seine Wichtigkeit jetzt hier mal gerade eben erhöhen. Denn wir haben ja hier auch nochmal was Neues Verrücktes vor, ne? Wir wollen hier die große Wasserflut in Zukunft für uns nutzen. Das heißt aber auch, dass ich hier nochmal eine ganze Menge ändern werde. Oh ja, ich werde eine ganze Menge ändern. Denn wir wollen hier noch mehr Wasser einlagern. Wir werden das allerdings alles noch ohne Probleme hinbekommen. Ne? Das ist für uns jetzt hier quasi ein weiterer großer Wasserbottich. Ich werde allerdings, glaube ich, hier keine großartigen Sprengungen vornehmen. Wobei die hier sich tatsächlich anbieten würden, wenn man die hier wegmachen würde. Aber der Aufwand, vor allem wenn ich mal bedenke, wie es gerade eben jetzt hier um meine Sprengstoffe aussieht, ist vielleicht nicht unbedingt gerechtfertigt, ne? Aber alles zu seiner Zeit. Ne? Wir werden auf jeden Fall auch noch mehr Industrie hier reinballern müssen. Vor allem, sobald das jetzt hier endlich fertig ist. Ne? Das wird für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt nach vorne. Oh, ich sehe gerade eben, dass ich wieder jede Menge Biberbots frei habe. Tja, dann werden einige von euch jetzt hier wieder in den wohlverdienten Ruhestand gehen, meine lieben Freunde. War schön mit euch, Dante, Dennis, Gawain, Luke, Dark, Paul, Gio und James, Patrick und nochmal Gio. So, weil jetzt haben wir nämlich wieder rund um die Uhr mehr Träger. 603 Robo-Biber haben wir, 720 lebende Biber. Das Projekt 1000 ist in greifbarer Nähe, Leute. Es ist in absolut greifbarer Nähe. Ah, guck mal, jetzt geht's ja auch schon richtig rund. Oh yes, oh yes, oh yes. Aber bitte tut keine Biber hier oben irgendwie einsperren. Das wäre total doof. Jetzt haben sie es geschafft, diese blöde Jane. Nein, wie kommt denn der jetzt da wieder raus? Der kommt da gar nicht mehr wieder raus. Das ist das Blöde. Boah, das ist jetzt ätzend. Sie haben es geschafft, ihn einzusperren. Wie zum... Ey, ganz ehrlich, ich muss das hier nochmal abreißen, dass er hier wieder raus kann. So, genau. Jetzt seht mal zu, dass er jetzt... Freund! Warum sitzt du hier noch? Jetzt! Ah, er hat das Ding hier noch kurz fertig gebaut. Meine Fresse, also manchmal regt mich das auf. Gut, also, dann könnt ihr das jetzt hier schnell wieder fertig bauen. Das ist ja mal ein interessanter Ort, wo ihr das hingeworfen habt. Ey, ganz im Ernst, dann schrotte ich das. Da baue ich jetzt nichts hin, um das wieder zurückzuholen. So, okay, also wir werden jetzt auf jeden Fall jetzt hier hochkommen. Das war mal wieder gerade eben so richtig schön unnötig. Aber wir kriegen es trotzdem hin, würde ich mal sagen. So, und wo wir gerade eben dabei sind, ich kann ja schon mal anfangen, Sachen zu schrotten, damit das jetzt hier dann später eingesammelt werden kann. Also diesen Durchgang brauchen wir jetzt hier dann nicht mehr. Wir müssen jetzt halt einfach nur schauen, dass diese Dinger jetzt hier mit einer sehr, sehr hohen Priorität gebaut werden. Dann können wir das da drüben alles abbauen. Das hier muss alles zugebaut werden. Und dann sorgen wir mal dafür, dass wir demnächst die Energie wahrscheinlich von hier aus da hoch übertragen bekommen. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik gerade eben. Wir können auch theoretisch noch diesen Gang hier vergrößern, aber ich will gerade eben nicht noch mehr Dynamit jetzt hier beanspruchen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir nur sehr, sehr langsam Dynamit gewinnen. Nur sehr, sehr langsam. Fällt in die Kategorie Dinge, die ich gerade eben eher so semi-gut finde. So, nahrungsmitteltechnisch sind wir jetzt bei 16.000, 17.000 ist das Maximale, was wir einlagern können. Das liegt aber auch daran, dass die Beeren runtergehen. Ja, wir haben einen sehr, sehr hohen Verbrauch an Beeren, was aber auch wiederum besser wird, wenn wir das jetzt hier
freiräumen. Wunderbar, wunderbar. Wir haben es also geschafft und können nun... Moment. Ich will nicht versehentlich das hier noch mit schrotten. Genau, wunderbar. Das haben wir jetzt geschafft. Dann sprengen wir da... Mami. Ich habe den falschen Button noch aktiv gehabt. Ja gut, dann halt nochmal. Ne? Nicht zur Strafe, sondern nur zur Übung. Ich habe in meiner Fail-Bob- und Söhne-Situation gerade eben noch den falschen. Ja. Machen wir nochmal ein paar Blaubeeren hin. Wir können nochmal mehr Blaubeeren hier definitiv gebrauchen. Das ist einfach manchmal nur tragisch. Aber ich stelle auch fest, dass ich jetzt hier noch die Blaubeere jetzt hier noch anbauen kann. Ne? Also das wird alles dann hier sozusagen noch zu diesem Blaubeerfeld hier gehören. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich dann hier vielleicht nochmal eine Verbindung machen soll und einfach nur die Kompartimente. Weil es wäre schon sinnvoll, wenn der jetzt hier einfach durchgeht und der da oben, ne? Aber alles zu seiner Zeit, ne? Also warte mal, wie lange braucht denn der jetzt hier noch, um zu wachsen? Der braucht schon noch eine ganze Weile, um zu wachsen. Wisst ihr was? Dann sage ich jetzt einfach mal, dass dir noch wegkommen und dir kommen noch weg. Und wir werden auch dann hier diese Wege dann für uns später noch zugreifbar machen. Einfach um das Wasser jetzt hier in diese Richtung noch... Lol, da ist ja noch mehr. Das war mir nicht bewusst. Ja, okay. Dann muss ich hier aber auch noch tatsächlich ein bisschen in die Tiefe buddeln. Wupp. So, dann haben wir jetzt also auch noch ein bisschen Löcher im Boden zu stopfen, wie mir scheint. So, wir gehen in diese Richtung wieder. Sie sind auf jeden Fall jetzt hier schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg, wie wir sehen. Jetzt müssen sie halt hier noch das Rohholz einsammeln. An das kommen sie nicht ran. Ich weiß, warum sie nicht rankommen. Das hier hatte ich vergessen zu setzen. Jetzt kommen sie ran. Jetzt können sie es einsammeln. Das ist großartig. Und jetzt machen sie auch endlich hier das hier voll zu. Das heißt also, wir haben hier schon mal einen sehr, sehr guten Ausgangspunkt für meinen Plan. Und der Plan, den ich jetzt hier habe, der geht allerdings noch weiter. Ne? Also ich muss dadurch jetzt hier natürlich auch ja, das hier auf jeden Fall noch wegmachen. Also ich werde es hier jetzt mit Dreiern jetzt hier versuchen. Also zunächst einmal natürlich muss der Käse hier komplett eingesammelt werden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Dann sollten wir hergehen... Und es jetzt hier mit sehr, sehr hohen Dreiern versuchen. So, haben wir mal... Oh, ich hasse es, wie sie es einfach da rüberräumen. Oh. Ich hatte gehofft, dass sie es wirklich einfach alles aufeinander räumen und nicht so. Und dann muss ich den Mist halt später noch irgendwie anderweitig... Also teilweise haben sie es jetzt hier drunter geräumt, teilweise dahin. Ich weiß nicht, ich hatte gehofft, dass sie es einfach immer in eine Richtung schieben. Aber das war wohl ein Wunschdenken. Jetzt können wir noch den da wegmachen und das hier auch noch mit einer höheren Priorität wieder einsammeln. Na, wir wollen ja keine Materialien unnötig verlieren. Wir werden auch das hier dann versuchen, tatsächlich zu sprengen, um hier nochmal ein bisschen mehr Wasser einzulagern. Also hier will ich tatsächlich eine Sprengung dann noch vornehmen. Die muss hier 2 tief werden. Hier überall. Hier muss sie 1, ja, wobei hier kann sie bleiben. Hier oben muss sie auch 2 tief werden. Dann ist das hier am sinnvollsten. Dann haben wir hier diese Stufe dann quasi hinter uns. Aber ich wäre jetzt dann trotzdem mal ein Fan von der Idee, wenn die mal das jetzt hier mal beschleunigen würden. Sie sammeln natürlich jetzt hier gerade eben die ganzen Mats ein und das ist auch alles schön und gut, aber es ist nicht das, was ich aktuell am wichtigsten erachte. So, jetzt bitte ohne es wegzumachen. Dankeschön. Jetzt machen wir euch mal hier weg. So, zack, einmal da. Einmal da. Und das noch. So, wunderbar. Und dann kann ich jetzt nochmal wieder hergehen und sagen, dass ich... wo sind die Beeren? Ach, da sind die Beeren.
genau noch mehr Beeren jetzt hier drin haben möchte. Beeren? Jetzt geht's, okay. Und ich erhöhe auch gerade eben nochmal die Priorität von dem hier. Und jetzt haben wir hier die Situation komplett offen. Das ist schön. Ich weiß noch nicht, für was ich diesen Weg hier brauche. Ich mache ihn gerade eben nochmal weg. Ich habe nicht den Eindruck, dass der für mich gerade eben relevant wäre. Unsere Felder auf jeden Fall tragen saumäßig jetzt hier schon an Früchten. Oh, wir können hier den nächsten Turm setzen. Das ist auch schon mal sehr, sehr angenehm, dass wir den jetzt hier schon mal haben. Und ich bereite hier auch schon mal die nächsten Sprengungen vor. Die sollen auf jeden Fall bis hier gehen und bis hier. Und hier kommen wir auch schon voran. Sehr gut. Auf jeden Fall soll auch dieses Zeug relativ bald eingesammelt werden. Muss allerdings jetzt hier nicht mit der absolut maximalen Prio laufen. Fun Fact. Wir haben genügend Stahl wieder am Start. Ich warte jetzt gerade eben nur darauf, bis die den hier gebaut haben. Weil da gehen halt auch nochmal 20 von den 516 flöten. So, das hier sieht jetzt richtig, richtig gut aus. Auch das hier kommt weg. Bitte wieder mit einer höheren Priorität einsammeln. Jetzt, derweil machen sie noch das jetzt hier. Das ist auch wunderbar. Ich weiß nicht, warum sie so lange jetzt hier für den hier brauchen. Wahrscheinlich ist hier schon wieder so ein Slow-Motion-Bot unterwegs. Wir kennen sie ja. Die Auslaufmodelle. Weil bei denen läuft bestimmt auch was aus, so langsam wie die sind. Und dann müssen wir aber auch noch hier hochbauen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also wir müssen, das stelle ich gerade eben fest, auf jeden Fall auch noch hier wieder hochgehen können. Wir gehen auch hier dann nochmal eins hoch. Und wenn wir da hochgehen können, dann können wir hier auch noch, Moment, noch mehr zumachen. Aber bevor ich dann hier quasi den hier setze, muss ich erst noch den hier setzen, weil sonst blockieren die sich garantiert gegenseitig. So, wir machen noch den da und den da und den da. Auch hier genau der gleiche Kram. Und dann haben wir hier quasi nochmal ein kleineres Wasserreservoir geschaffen. Also es wird auf jeden Fall eher hier auslaufen als hier. Ich will auf jeden Fall verhindern, dass das Zeug hier rüber schwappen kann. Deswegen ist das hier auf jeden Fall, selbst wenn es ganz oben ist, niedriger von mir eingestellt. Dass wir dann einfach nur hier die Kontrolle darüber haben, um das Wasser hier wieder wegzupumpen. Das ist der Plan. Das ist mein Wunsch. So, wie sieht es da drüben wieder aus? Kommen wir hier gut voran? Jawohl, es ist sogar schon getan. Okay, dann können wir hier wieder ein paar Beeren noch anbauen. Und dann haben wir hier das Beerenfeld fast vollständig. Beziehungsweise ich würde es, glaube ich, sogar noch bis hier ziehen. Zumindest fürs Erste. Ich kann ja theoretisch noch ein zweites machen, sobald wir hier quasi diese Linie noch haben, ne? Dann wird in Zukunft nämlich der Weg hier verlaufen und nicht mehr hier. Das ist jetzt gerade eben nur eine Übergangslösung. Der Weg wird dann auch hier wieder über diese kleinen Plattformen jetzt hier natürlich stattfinden. Ich bin noch immer überlegen, ob ich hier nochmal Dinge wegsprengen soll, aber ich bin mir auch ein bisschen unsicher, ob ich das hier tun möchte. Der Turm wurde immer noch nicht gebaut. Wie mir scheint, sind meine Arbeiter einfach gerade eben total ausgelastet, aber das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Da ist wieder so ein Slow-Motion-Bot. Yay! Keine Energie mehr, trägt zwei Holz. Die zwei Holz, die wir noch gebraucht haben. Okay, jetzt können wir das hier wieder abreißen. Hallo? Genau. Hallo? Klick. Jetzt. Manchmal ist es weird. Weil es dann nicht das tut, was ich will. So. Diese Felder brauchen wir schon gar nicht mehr. Ich lasse das hier nochmal vorsichtshalber, ne? Um jetzt hier noch rankommen zu können.
Und dann haben wir bald jetzt hier den Zugang auf die beiden oberen Ebenen. Und theoretisch komme ich dann irgendwann mal sogar noch an das hier ran, falls ich noch mehr Energie brauche. Aber Energie ist nicht das, was für uns gerade eben wirklich das Hauptproblem darstellt. Wir stehen jetzt bei 736 Bibern, Lebenden. Also wir haben bald die 75%-Marke erreicht. Hier fehlen noch drei Bretter, aber da gibt es immer noch keinen Stauraum. Wobei ich behaupten möchte, dass der Stauraum sicherlich demnächst zur Verfügung stehen wird, weil das Zeug hier verbraucht ja auch eine Unmenge an Brettern. Kann ich mir also nicht vorstellen, dass wir keine Bretter haben sollen. Das ist sicherlich momentan nur eine Momentaufnahme. Alles, was ich hier gerade im Bau ist schon ordentlich bretterintensiv. Also gut, ich kann aber auf jeden Fall auch jetzt den hier demnächst starten, aber der soll noch nicht gemacht werden, weil sonst rennen sie jetzt hier von dem System hier weg. Na, ich will erstmal, dass sie jetzt das jetzt hier alles kurz mal noch fertig bauen. Es ist Wahnsinn, was da unten die ganze Zeit hier so durchtickert, ne? Wie viele von euch hier geboren werden oder auch dann auch wieder sterben. Wie viele Roboter wir haben. Wir sind schon bei Roboter Nummer 3460. Das ist krass. Ne, 2853 ist gerade eben kaputt gegangen. Das ist, ja, also enorm viele Bots haben wir. Enorm viele. Ich weiß gar nicht, wie weit das Spiel das überhaupt zählen kann. Ah, es wurde eingesammelt. Das ist gut. Dann kann ich das hier noch wegmachen und das. Und jetzt müssen sie eigentlich nur noch jetzt hier da rankommen. Das werden sie aber auch alles jetzt hier so mit der Zeit machen. Sie haben ja was zu tun. Wo wir gerade eben dabei sind bei der Thematik, sie haben ja was zu tun. Wir haben ja auch was zu tun. Wir sollten jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir die Energie schon mal anfangen, irgendwie da hoch umzuleiten. Und dafür möchte ich natürlich jetzt hier eine entsprechende Konstruktion und Plattform bauen. Ich denke fast, ja, also der beste Way to go wäre es tatsächlich so zu machen. Das stelle ich mir zumindest als den simpelsten Weg nach oben vor. Das müsste ja auch komplett so gebaut werden können. Und dann setzen wir einfach hier die Energieübertragung dahin. Und dann haben wir eigentlich schon den allerersten Punkt, wo ich überhaupt... Also das ist hier der erste Punkt, wo ich überhaupt eine Pumpe hinsetzen könnte. Ne? Weil wir hier dann Abschlussbereich haben. Theoretisch wäre es auch hier noch möglich, dass man das Wasser direkt hier runterlässt. Aber das wird sonst ein bisschen zu ätzend. Wobei, nee, es ist eigentlich überhaupt nicht ätzend. Ich habe eine Idee, wir machen das tatsächlich doch nochmal neu. So, das Spiel speichert mal gerade eben mal wieder. Mal wieder Bock zum Speichern. Ich glaube, nein. Wenn ich noch einmal anfange, dann werde ich, glaube ich, die Speicherroutine ein bisschen reduzieren. Ein bisschen. So, wir gehen nämlich jetzt dann hier hin. Ihr werdet gleich sehen, wie ich das meine. So hin, so hin. Das ist sogar noch simpler dadurch geworden. Dann sparen wir uns sogar nochmal einen Block an der Stelle jetzt hier. Und dann haben wir die Energie direkt schon oben. So, meine lieben Freunde, ihr seid jetzt fast fertig hier. Das ist gut, sogar enorm gut. Wir haben wieder 4 Biberbots übrig. Krass. Aber ich warte mal erstmal jetzt hier, bis es wieder über 10 sind, ne? Wir sind jetzt hoch auf 609 Robo-Biber. Ich guck mal gerade eben nochmal hier ins Becken rein. Yes, es wurde endlich abgeholt. Ich kann also auch hier wieder sprengen. Wir kommen der Sache näher. Wir kommen hier näher, ist das herrlich. So, auch hier setze ich jetzt hier gerade eben nochmal eine höhere Priorität einfach, weil sie es uns garantiert in 1000 Jahren noch nicht machen. Hier schalte ich nochmal, glaube ich, jetzt 2 zu. Denn ihr seht, die Wassermengen sind gesunken. Wie sieht es hier aus?
Wir halten uns immer so ungefähr bei 80 cm, was ich schwer in Ordnung finde. So, wie sieht es aus mit der Energie? 33.000, 34.000 verbrauchen wir. Wir werden demnächst hier wieder einen weiteren Puffer jetzt hier hinzufügen. So, hier haben sie natürlich noch nichts gemacht. Das hier ist auch gerade eben noch gar nicht mehr unbedingt jetzt hier in unserem Fokus. Von der Wichtigkeit her ist also alles schwer in Ordnung. Oh, wir haben wirklich sehr viel Holz verbraucht. Ey, das ist der Wahnsinn, was wir jetzt hier wieder an Holz verbraucht haben. Aber wir haben zum Glück jetzt hier noch etwas übrig. Ne? Also wir produzieren auch hier an diesen beiden Stellen immer noch nach. Wir haben immer genügend Holz. Es ist nicht so, dass wir komplett auf Grund laufen. So, dann baut mal jetzt hier auch das Sprengzeugchen, Freunde. Kann gut sein, dass es jetzt hier wieder Slow-Motion-Bots sind, die das jetzt hier gerade eben alles abliefern, ne? Und dann können wir dann auch so Stück für Stück dann hier das hier wieder zurückbauen. Ich glaube sogar, wobei, nee, der bringt mich, also ich kann jetzt hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also theoretisch kann ich 4 Stück nebeneinander machen, aber ich denke, es werden 3 reichen, um hier genügend Flüssigkeit abzuscheiden. Wir wollen ja das System nicht überschwemmen. Wir wollen es ja nur kontinuierlich füttern. Und wisst ihr, was wir dann auch noch tun sollten? Wir sollten versuchen, dann hier wirklich noch eine Abscheidung jetzt hier durchzuführen. Gleich haben wir es auf jeden Fall, Freunde, hier. Ich frage mich gerade eben, kann man diese Dinger hier eigentlich wegsprengen? Wahrscheinlich nicht. Doch, warte mal, man kann sie einfach zerstören. Okay, man kann diese Steigungen einfach zerstören. Das war mir nicht bewusst. So, jetzt ist die große Preisfrage. Da oben kommt man wahrscheinlich gar nicht ran, ne? Nee, kann man nicht. Das heißt also, wir müssen auch da nochmal ganz kurz einen Weg rüberziehen, damit die da noch rankommen und das machen können. Also, hier unsere kleine Umbaumaßnahme trägt Früchte. Jetzt fehlen da noch die beiden Kollegen hier. Sind wir halt echt runter auf 110 Dynamit. Also ihr seht, ne, wir verbrauchen inzwischen annähernd so viel Dynamit, wie wir verbrauchen. Es ist nur ein minimales Plus. Wir brauchen also mindestens nochmal eine weitere Dynamitfabrik in absehbarer Zeit. Die gute Nachricht ist, dass wir genügend Stahl haben. So, jetzt können wir den hier gleich wieder wegmachen. Ja, den hier können wir wieder wegmachen. Dann können wir das jetzt hier wieder einsammeln. Dann können wir den Kram jetzt hier auch noch sprengen. Alles zu seiner Zeit. Ich will das hier schon noch eingesammelt haben, ne? Das wäre saublöd. Okay, diese drei Bretter, das akzeptiere ich jetzt halt einfach mal, dass die jetzt hier gleich irgendwo am Boden liegen. Ich habe einfach genügend Bretter. So, der eine ist jetzt hier schon gemacht. Das heißt also, wir können auch das jetzt hier schließen. Und ich wäre ein Fan davon, wenn ihr jetzt den hier mal gerade eben noch schnell machen würdet. Aber ich wette, da ist schon wieder so ein Slow-Motion-Bot am Starte, oder? 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 Nee, es ist tatsächlich sogar hier derjenige, der Richtige gewesen. Es muss jetzt bloß noch jemand bauen. Aber leider bauen sie erst das andere. Also es liegt jetzt hier nicht in dem Slow-Motion-Bot, ne? Da muss jetzt bloß einer ankommen. Ich nehme mal an, nee, das ist nicht der hier. Ach, die sammeln hier gerade noch. Ja, lass es mal sein, ne? Nicht, dass da jetzt wieder einer ausgesperrt wird. Yes, sehr gut. Jetzt können wir das hier auch noch zumachen. Und damit haben wir im Grunde jetzt hier unser neues kleines Dammsystem ready gemacht. Ach, der liefert hier schon das Zeug. Ja, wie praktisch. Das heißt, ich kann jetzt hier gleich die unteren Sprengungen jetzt hier schon durchführen. Na, komm schon. Do your thing, do your thing. Wäre ein Fan jetzt davon. Jawohl, es wird getan. Sehr gut. Und jetzt können wir hier diese Sprengung durchführen. Ich werde sie von hier aus durchführen. Sehr gut. Und es fehlen nur noch die beiden jetzt hier. Ja, da kommt der Extraktomat jetzt hier schon an. Oh Mann.
Wir haben jetzt 710 erwachsene Biber, 742 insgesamt mit Kindern. Das sieht alles sehr, sehr vielversprechend. Oh, hier kommen wir ja auch weiter. Cool. Sehr, sehr cool. Also ich werde das hier auf jeden Fall noch ändern müssen. Aber ich habe auch schon eine Idee, wie ich das mache. Wobei sie jetzt nicht mega gut ist. Aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Wir machen das jetzt hier folgendermaßen. Wir machen jetzt hier auch nochmal eine Sprengung. Ja, so hin. Die sind super wichtig. Die müssen auch jetzt hier in einer höheren Priorität durchgeführt werden. Ich fange bloß damit schon mal an, Leute. Ne? Das ist so... Ah, nee, das ist alles Kacke. Halt. Ja, doch. So und so. Und da muss auch noch eine Sprengung rein. Alles klar, go. So, hier oben sind wir jetzt auch ready. Geilo, dann sprengen wir mal den Laden jetzt hier in die Luft. Und das hier kann auch noch weg. Und dann sagen wir, dass hier das hier nochmal eingesammelt werden soll, jetzt hier Stück für Stück. Die sind jetzt damit jetzt hier auch gleich schon fertig. Das gesamte System hier funktioniert bereits. Und damit fangen wir jetzt hier mal an, die erste mechanische Tiefenpumpe jetzt hier einzurichten. Moment, ich muss bloß gucken, dass sie hier richtig rum aufgebaut ist. Genau so soll sie sein. Das ist dann der erste davon. Der soll natürlich nur Wasser und kein Faulwasser und nicht irgendeine ungefilterte Flüssigkeit hier runterlaufen lassen. Dann können wir das Faulwasser hier abgrenzen. Wenn man so möchte. Und theoretisch könnte ich auch noch jetzt hier hergehen und das hier auch noch so schließen, um also auch nochmal so einen Wehr zu machen, um ja, nochmal eine Filtrierung, falls es eine Faulwasserflut gibt, zu haben. Dass hier dann quasi das Wasser überhaupt nicht in diese Richtung reingeht, ne? Weil hier wird immer Wasser sein und ich möchte das eigentlich, wenn es geht, irgendwie verhindern. Ich bin ein Fan quasi von solchen doppelten und dreifachen Sicherheitsmaßnahmen in solchen Situationen. Und ich würde mal sagen, die Erfahrung hier gibt mir durchaus recht. Mit dem, was wir jetzt schon alles erlebt haben. So, oh, die sind jetzt hier schon auch sehr, sehr weit gekommen. Sehr gut. So, dann wird es jetzt hier wiederum wichtig, diese Plattformen jetzt hier einzurichten. Wir werden aber nicht nur Plattformen jetzt hier einrichten. Ich denke, wir setzen hier dadurch wieder einen Damm. Ja, wir setzen hier wieder einen Damm, um das jetzt hier wieder voneinander zu trennen. Das hier wird ja nachher kein Weg mehr, genau. Halt, nee, das ist doof, was ich gerade mache. Moment, 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 das wollen wir nicht. Da muss der Damm hin. Hier kommt der Flüssigkeitsabscheider hin. Beziehungsweise, ach Gott, nee, wir machen es nochmal anders. Weil ich will ja diesen Flüssigkeitsabscheider hier verlegen. Dann kommt der Damm hier hin. Dich verlegen wir. Und dann machen wir hier in Zukunft einen Weg hin. Und hier wird nachher auch noch ein Weg stattfinden. Und hier machen wir dann den Flüssigkeitsabscheider hin. So, that's the plan, baby. So sehe ich das jetzt hier. Und dann können wir auch gleich schon mal den jetzt hier noch setzen. Und wir sagen, dass wir hier noch mehr sprengen werden, bis wir hier sind. Und dann können wir dann hier das hier dann zu einem neuen Weg setzen. Das System hier braucht dann natürlich auch wieder eigene Flüssigkeitsabscheider. Aber wie gesagt, die Flüssigkeitsabscheider sind ja nach wie vor eigentlich in der Zukunft nur geplant als Notfalllösungen.
So, jetzt wäre ich ein Fan davon, wenn ihr das hier baut. Das hat wieder einiges an Metall gekostet, aber das Metall hatten wir. Der ist jetzt auf jeden Fall schon da. Das ist großartig. Wir können auch gleich schon mal den nächsten wieder bauen. Ne? Also ich möchte auf jeden Fall dann das gesamte System hier ready haben. Achso, hier muss ich den Weg erst entfernen. Sonst geht das natürlich nicht. Sehr gut. Und ich würde sogar sagen, komm, wir machen jetzt hier... Jetzt muss ich wieder genau aufpassen, dass ich nicht mich falsch verklicke. So, okay, das ist sehr gut. Jetzt baut ihr den hier noch voll ran. Die beiden sind also wichtiger als diese Plattform, aber wir haben bis dahin auf jeden Fall die Mats. Und dann sehen wir auf jeden Fall, wohin jetzt hier diese Reise geht. Ich bedanke mich jetzt bei euch für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Und dann haben wir in Zukunft dann auch für unsere neuen Felder da drüben eine fantastische Wasserbenetzsituation. Ich bin gespannt, wie sie sich im Detail darstellen wird. Oh, die sind hier auch schon so weit. Coolio. Das ist ja hochgradig spannend. Okay, macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.